Hey, das ist mal ein seltenes Exemplar. So einen könnte ich gut gebrauchen. Was verlangt ihr für dieses Prunkstück? Wie bitte? Euer Moha-Bulle dort. Was kostet der? Was bietet ihr denn? Ich habe ihn ja noch nicht in Aktion gesehen. Vom ersten Eindruck her würde ich euch 200 Goldstücke anbieten. Mehr nicht? Genug jetzt. Takate ist nicht verkäuflich. Marwan sagt, ihr habt Probleme mit eurer Mine. Ich kann schlagkräftige Hilfe gebrauchen. Aber wer sagt mir, dass ihr mir die bieten könnt? Wir sind schon mit den neuen Horden fertig geworden. Ah, dann seid ihr sicher die Richtigen, um meine Sklaven zu beschützen. Meine Mine wird immer wieder von wildem Mohafi angegriffen, das versucht, seine Kälber zu befreien. Diese Mine hat mich ohnehin schon zu viel Geld gekostet. Schützt sie vor weiteren Übergriffen. Das war alles. Das widerstrebt mir eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Eigentlich widerstrebt es mir, weil ich grundsätzlich gegen Sklaverei bin. Aber ich werde jetzt einfach mal hier die Quest durchmachen. In der Hoffnung, dass ich den irgendwie alle mal auf die Fresse hauen kann. Außerdem gibt das keine Probleme mit der Karte. Ist das nicht irgendwie so ein bisschen problematisch dann? Ich muss dazu sagen... Diese Tiere wollen ihre Kälber befreien? Bringt sie alle um! Shut them up! Ah, siehst du, jetzt können wir uns entscheiden. Sehr schön. Ich werde den Waldmenschen helfen. Fatima! Was? Hey, warte! Ach, was soll's. Weil, wie gesagt, ich bin gegen Sklaverei und werde... Oh, was ist denn hier los? Wollte sagen. Und werde jetzt, dem ordentlich welche auf die Fresse hauen. So, du wirst... Hier warten. Takate, du gehst hier hin. Mal das auch mal eben den Zug warten. Wir stellen uns mal eben kurz hier hin, um eine normale Attacke anzusetzen. Um halt eben ein bisschen Platz für die Nachrückenden zu machen. Tipp, 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 tipp. Können wir hier irgendjemanden anvisieren? Ja! Aber ich will meine Zauberpunkte sparen, besonders wenn du nur 6 Lebenspunkte hast. Yay! So, einmal hier hin, damit ist hier der Weg frei. Und wir können hier zum Beispiel einen Feuerball ansetzen, der dann die beiden trifft. So, damit haben beide 5 Schaden kassiert. Und werden die da stehen bleiben, werden die auch weiterhin mehrfach Schaden kassieren. Oh, ausgewichen. Nee, 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 nee. Autsch. Da kommen die Waldmenschen. Ich hätte euch nicht mit der Sklaverei auseinandersetzen dürfen. Gut, Zurbaran kriegt ordentlich auf die Fresse gerade. Wir haben es halt alle auf Zurbaran abgesehen. Du wirst dich auch gleich heilen. Das kann Aurelia eigentlich gleich ganz, ganz gut tun. Wenn du denn überlebst. Ja. Wer bist du denn? Auch Waldmensch. Schade, du hast so ein lustiges Bild gehabt. Gut, also stellst du dich jetzt hier hin. Und Takate stellt sich hier hin. Damit seid ihr gleich als nächstes dran. Und du kriegst ordentlich einen Wuchtschlag um Ohren gehauen. Du kriegst einen gezielten Stich. Sehr schön. Was ist mit dir? Ein gezielter Schuss. Und dann sollte es... Ja, sollte es das gewesen sein. Aurelia, heile bitte... plus 10 Lebenspunkte. Dankeschön. So, du darfst einen Feuerball wirken, und zwar da. Nein, er ging daneben. Aber es sind noch ein paar Waldmenschen dran. Ach, die Söldner wechseln die Waffen. Ach, deswegen, ich habe die in Nahkampf gezwungen und deswegen machen sie nichts mehr. Ich überlese das immer, wenn das so schnell ist. Aber die haben keine Chance. Töte den Söldnerhauptmann, um die Verstärkung der Söldner zu stoppen.
Wer ist denn? Du bist der Hauptmann? Okay. Aber erstmal machen wir diejenigen hier weg. Nein! Ah, ich habe mich verklickt. Ich habe auf die Barrikade. Nein! Gut. Ich stelle dich bei ihm hier hin. Und dann kannst du den nicht erreichen? Nein. Ein gezielter Schuss. Super. Super, heil deine Leute hoch. Genauso soll es sein. Und du heilst bitte nochmal eben Zurbaran, der. Kannst du hier zaubern? Nee, kannst du gerade nicht. Kannst du jetzt dahin zaubern? Ja, jetzt kannst du dahin zaubern. Wie viel Schaden hat er dann gekriegt? Ach, der hat nur noch 12. Super. Reflexangriffe sind super. Ich liebe diese Dinger. Ich finde sie total klasse. Ich muss, was ich gerade eben ansagen wollte, bevor wir die Mission hier angefangen, die Kampf angefangen haben, die Quests, die jetzt hier drin sind in den Untold Legends, habe ich selber auch noch gar nicht gespielt. Das heißt, ich hatte Blackguards durchgespielt, habe mir dann die Erweiterung dazu geholt und habe dann eigentlich direkt das LC hier angefangen. Und daher, ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Das ist alles für mich Neuland. Ja, es war klar, dass du dich heilst. Ich hatte auch nichts anderes erwartet. Ja, ausgewichen. Aber du kriegst jetzt 5% nur. Nee. Nee, mein Freund. Du kriegst... Ich hau den jetzt kaputt. Fahr zu Boron. Nur 5% Trefferchance bei... den Dreifachschuss, das ist natürlich nicht viel. So, du kannst hier reinkommen. Du hast auch schon... hier ist ja niemand mehr, ne? Großartig, oder? Da hinten stehen die alle. Triffst du? Nein, natürlich nicht, bestimmt nicht. Zaun der Elemente. Oh, komm, den einen können wir treffen. Aber er misslingt. Naure muss jetzt sehen, dass er alles gerissen kriegt und Zorbaran, die beiden müssen jetzt die Verstärkung kaputt kriegen, also den Hauptmann, wenn die anderen sich um die Verstärkung kümmern. So, und natürlich trifft der Zauber jetzt bei 80%, das war natürlich sau klar. Zum Glück sind die alle noch ein bisschen mit diesen Moa-Leuten ein bisschen abgelenkt. Sehr schön, macht den weg. Einer weniger, der ärgert. Oh nein, einer von den Verbündeten ist gestorben. Ist mir so egal, aber oh nein. Oh, was haben wir jetzt? Komm schon, ja. Ihr raubt mir meine Zeit. Ich probiere es bei 60% mit Niederwerfen. Aber... Jo, ne, er bleibt stehen. So, Takate, du darfst jetzt auch. Komm, Finte. Finde ihn. Sehr schön. Wir stellen uns jetzt dahin. Das müsste eigentlich ausreichen, um ihn zu treffen. 65%. Das haben wir. Ja, wir haben Glück und treffen ihn und haben die Verstärkung damit beseitigt. Oh, das sah nicht so schön aus. Naja. Den Rest sollten wir mit gewaltiger Kraft hinlegen können. Hier oben, die drei, die gefallen mir, so wie die stehen. Ich würde da gerne einen Feuerball reinhauen. Aber ich treffe natürlich nicht, weil Leute im Weg stehen. Das ist natürlich schade. Dann stellen wir uns einfach mal hier hin. Können dann zwar nichts machen. Und die laufen mir jetzt alle auseinander wahrscheinlich. Aber vielleicht habe ich auch Glück und die bleiben zusammen. Und dann sind die gefunden, das Fressen. Ja, heil dich. Du rennst dahin, ja. Pass auf, ich will dich aber nicht treffen gleich, ne? Ja, Naum, du greifst den ein. Takate, du gehst dann gleich mit drauf. Dann hat er nämlich nur noch einen Lebenspunkt. Zack, drei Angriffe, ein Toter. Eigentlich keine gute Bilanz, aber du nimmst deinen Mana-Trank. So, wen kann ich denn hier noch attackieren? So, einmal da. Und erledigt.
Es lohnt sich natürlich der Feuerball nicht mehr, sagte ich doch. Aber wir haben ja noch den Flammstrahl hier. Und, ja, so langsam lichten sich die Reihen. Es sind nur noch 3 Stück. Du wirst auch nicht mehr lange überleben. Du auch nicht mehr. Was? Ach, ein Lebenspunkt durch den Reflexangriff. Ist das schön. Der, ja, ist vorbei. Der hat sich erledigt. Du heilst dich. Nauron wird jetzt den ausschalten. Und damit ist nur noch der eine hier übrig, den Takata jetzt attackiert. Und eigentlich sollten wir... wir haben, glaube ich, keine Munition mehr, ne? Nee, wir haben keine Munition mehr. Nein! Waffen, was haben wir denn? Sehnschneiderpfeile. Kann ich die eben hier reinziehen? Nee, darf ich natürlich nicht. Dann machen wir erstmal gar nichts, weil wir haben noch genügend Leute da, die den töten werden. Da brauche ich jetzt nicht, die Waffe wechseln. Kikankuna! Ach, was ist schöner als das freudige Gesicht eines befreiten Sklaven? Gehen wir zurück zu Greedo. Ich bin schon auf sein blödes Gesicht gespannt. Ja, ja, ja. Dö, dö, dö. Oh, haben wir leider nicht geschafft. Boamunga, schwarzer Lotus, Kukris, Wurak, Brillianflug, grüne Niederhöhlen. Wow. Wir haben gut viel Gifte gekriegt, auf jeden Fall. Das gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir. So, Questziele geändert, Sklavenjagd. Wir rasten. Inventar. Hatte ich eigentlich noch Wundbinden? Ja. Gucken. Kriegst du das hin? Heilung gescheitert. Nee, geschafft. So, kriegst du das auch hin? Ja, sehr schön. Wir wollen nochmal eben Pfeile anlegen. Einmal alle bitte. Und ich muss wieder normale Pfeile einkaufen. Ich bin beschäftigt. Ist es wichtig? Ja, wir waren zu spät. Wir sind zu spät gekommen. Die Wilden haben all eure Sklaven befreit. Die Mine ist leer. Was? Was sagt ihr da? Meine Mine? Götter, was für eine ungerechte Welt! Na schön, lasst mich allein. Ich muss mein Leben retten. Ja, okay. Und jetzt? Ja, Nebenquests haben wir nicht mehr so viele. Sklavenjagd haben wir abgeschlossen. Gibt's da nicht noch irgendwie eine Quest oder so? Hallo? Keine Ahnung, wir gehen mal eben noch Mengbilla. Ich schau mal eben, was da so ist. Achso, das sind alles. Ach so, das sind alles so unterschiedliche Bedingungen. Die sind nicht aneinander gekoppelt unbedingt. Okay. Es sind anscheinend durch diesen DLC nur so ein paar extra Missionen dazugekommen. Ich möchte aber ganz gerne Pfeile kaufen. Und dann werden wir mal die Hauptquest ein Stückchen weitermachen. Weil wir dann einige Nebenmissionen noch bekommen können. So, Schmied. Eine Klinge oder. Was habt ihr denn? Ja, was habt ihr anzubieten? Hast du noch Pfeile im Angebot? Jagdbolzen. Hast du keine Pfeile mehr? Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ich dann jetzt erstmal rausfinden muss, wo wir Pfeile bekommen. Bis dann. Das heißt, hier gehen wir jetzt raus. Wer hat denn Pfeile? In Benny Villa gucke ich nochmal eben. Wenn wir die Orte mal eben abkrapern. Die verschiedenen Händler und alles. Wegen Villa könnte ich die anderen Händler alle noch abgucken. Boron, ja, mit dir auch. Zeig mir mal deine Waren, bitte. Ihr werdet zu. Hast du. Nein, du hast keine Pfeile. Gut, dann bist du unwichtig. Und wir werden hier wieder rausgehen.
Dann werden wir... Ich werde jetzt mal die um hier drumherum abgehen, die Orte. El Halem. Als nächstes besuchen. Ich habe nur 40 Pfeile in der Tasche. Ja, also 20, 20 jeweils. Aber wenn ich dann den Dreifachschuss einsetze, dann ist das nicht viel. Was haben wir denn hier? Heilung? Was ist mit dir? Raja mit euch, Gladiatoren. Achso, hier können wir im Tempel baden. Warm und kuschelig. Ja, Stranzo. Sucht euch was aus. Was hast du uns denn anzubieten? Warte mal, da waren doch... Das waren Jagdbolzen. Kurzbogen. Jagdpfeile, da haben wir dich doch. Da möchte ich gerne einmal alle haben, die du besitzt. Und das war's. Auch das reicht mir auch erstmal. Ich hab mal voll warm und kuschelig. Cool.